So. Hallo. Wir sind wieder da. Ich habe sie nicht gegessen, ich habe nur ihr Gesicht gegessen. Ja, also damit man nicht mehr sieht, wie sehr sie sich freut. Die liebe Ratte hat ihr Gesicht verloren. So, ich esse hier immer wirklich. Nam, nam, so nam. Macht dann. Irgendwie fliege ich auch, ich bin Jesus. Jesus fliegt. So, okay, wir müssen jetzt Monsieur Pestträger hier unten finden, weil Konserven will. Hier sieht es so heimlich aus. Bestimmt hat er sich hier ein Zuhause gemacht. Aber hier geht's wieder hoch. Uiuiui. Aber ich will ja in der Kanalisation bleiben. Aber ging es da raus? Nicht, dass das irgendwie da so... Da war eine Treppe hoch, ja. Ach, echt? Shit, das sah so aus wie irgendein so Tier, was Access sich... Access Point 1... Steht da? Surf Access. Da gehe ich dann wieder noch raus, oder? Ach so, scheiße. Ja gut, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja... Ja. Was Konservenbill uns kurz vor seinem Tod, sehr theatralischen Tod, erzählt hat. Dass dieses komische Pestträger-Dingi hier unten sein soll. Und, ja. Also, das ist ja anscheinend sehr groß hier. Ja, man kann überall hin. Warte mal, was du... Aber es sagt uns ja an sich eigentlich gar nichts, weil es uns nur zeigt, wo wir rauskommen. Aber nicht... aber nicht... Teilst du jetzt dein Asia-Ding mit 7 Leuten? Ich glaube fast, dass irgendjemand das mitgebracht hat. Und die machen da jetzt voll die Grafikparty. Grafikparty? Das ist voll gemein. Graphic-Party. Okay, da bin ich nicht da. Kanalisation, ne? Wo komm ich denn her? Da komm ich her, ne? Und da habe ich mich umgedreht und dachte so, das sieht hier so kurz aus, ich mache lieber das andere. Aber hier ist auch so ein Aufbrechi. Aufbrechi. Nicht du ausschließen. Einfach, weil ich es kann. Knack, knack, knaggedy, knack, 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 knaggedy, knack. Kann ich das? Warum nicht? Hallo? Oh, das ist voll. Jetzt müssen wir die Ratte wieder töten, weil wir nicht genug Blut haben. Sie lacht bestimmt jetzt immer noch. Ja. Es war trotzdem ein sehr schönes Leben. So super optimistische Ratte. Es war trotzdem alles sehr schön. Können wir so ein Jingle machen? War das ein Wassergeräusch oder war das ein Tiergeräusch? Super optimistisch. Oh, dich lasse ich halb leben. Nee. Oh nein. Ja, den kannst du dich auch ganz trinken. Ja, toll. Da ist irgendwas abgerissen. Aber ist alles irgendwie abgerissen. Das ja, geht ja alles... Oh, geht aber es da nicht keine, hoch? Da ist keine Treppe. Din, 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 das fällt da runter einfach. Din, 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 din. Da geht's hoch? Da nicht. Was ist das? Aber das sieht auch nicht richtig aus. Das ist ein großer schwarzer Keks. Das ist wie so ein Bullauge. Vielleicht. Greif rein, guck, was du fühlst. Ja. Wie Kinderspielchen im Museum. Nee, oh, das mach ich nie. Ich steck doch nicht irgendwo meine Hand rein, wo ich nicht weiß, was drin ist. Das klingt komisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber weißt du, wie gemein das ist? Ich habe hier Obstsalat, ne? Ja. Und auf den ersten Blick dachte ich eben, das wäre Käse. Aber es ist oh Ananas. Nein. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf Obst. Ich will jetzt Käse. Oh, er will nicht Käse. Hallo. Ist da ist Nummer 7. Das ist Nummer 7. Warte. Also kommst du schön zur Arbeit. Oh, kriegst erstmal was schön zu essen. Aber so war es bei mir auch. Also heute auf jeden Fall. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Typ? Der Pest-Typ. Ach komm, ey, wir können doch jetzt hier nicht ewig. Aber diese Spiegelung macht mich wahnsinnig. Ja. Yep. So, da ging es nur. Geht es grundsätzlich da nur hoch? Das ist doch. Weil ich meine. Oder ist das hier eine Kanalisation oder ist es woanders in der Kanalisation? Aber muss ja nee, hier es sein. Muss ja da sein, weil es hat ja auch geladen. Also es ist ja... Das heißt, es passiert irgendwas. Wichtiger Bereich, ich muss laden. Verdammt. Dann hätte ich eben nochmal in die andere Richtung gemusst. Ne? Aber frag mich nicht, wo ich da reingekrabbelt bin. Total überfordert. Das sieht aber alles gleich aus. Früher oder später trifft ihr automatisch auf den. Vielleicht muss man hier einfach schon rumlaufen. Und Ratten trinken. Ich habe halt auch immer das Gefühl, dass ich irgendein Geräusch höre von irgendeinem Wesen, aber ich glaube, das ist eher das. Ich gebe dir eins an der Decke. Ich dachte gerade, ich habe so ein gehört. Ja, ein bisschen, ne? Aber oh Gott, ich hätte gleich denke ich. Wo komme ich hierher? War das nicht das, wo man so durchschleichen konnte?
Also so nach links, rechts? Mit dem Bullauge? Nee. Müssen wir? Aber wir können ja, wenn wir hochgehen, dann sind wir ja draußen. Das ist ja dumm. Und es gibt ja auch nur diese Kanalisation, die verbindet ja die ganze Stadt. Also insofern ist ja egal, wo wir eigentlich reingehen. Ah. Zumindest den Stadtteil. Ich weiß halt nicht, ob das für das Spiel irgendwie viel Sinn macht oder wenig Sinn macht. Oder ob wir durch eine gewisse Luke hätten krabbeln müssen, damit er das Richtige lädt oder so. Blickt da nicht so ganz... Nicht da gerade durch? Nee, du bist doch von da hinten gekommen. Vielleicht ist das das Bullaugending. Ja, das ist das da. Shit. Ich hasse Kanalisationen so sehr, es ist unglaublich. Das sieht irgendwie nicht bequem aus. Er muss doch hier jetzt irgendwo sein, verdammt. Was kicherst denn so? Okay. Kicher, kicher. Och, okay, ich lese jetzt, also ist mir das zu doof. Jetzt ist mir das zu doof. Aber hier ist doch eine Tür. Aber habe ich einen Schlüssel vielleicht nicht? Hätte ich von den Konservenbüllen einen Schlüssel gekriegt? Ja, stimmt, die Dings, ne? In dem Kanal trefft ihr früher oder später automatisch auf den Pestträger, zum Beispiel hinter dem Eisentor, nach oben und durch das Rohr kriechen. Was? What? Nach oben und durch das Rohr kriechen? I don't get it. Hier ist ein Eisengitter. Ja, okay. Hier nach oben. Und durch das Rohr kriechen, aber wie jetzt? Dann gehen wir doch raus. Macht das irgendeinen Sinn? Ich geh mal raus und wieder rein. Ich würde gerne raus und wieder rein. Danke. Jetzt sind wir hier. Aber das macht ja auch nichts. Guck mal, jetzt zum Beispiel hat es nämlich nicht geladen. Deswegen glaube ich, dass wir davor nämlich richtig waren. Aber wo ist der Anfang? Wo bin ich nie rausgekommen? Das ist ja super dumm. Oh Mann, ey, sowas frustriert mich total. Aber was denn für ein Eisentor? Spiel, hör auf so zu sein. Vielleicht ist ja zwar geradeaus eine Treppe, aber links und rechts ist noch irgendwas. Doch super frustig. Haben wir wieder irgendeinen Wahrnehmungspunkt nicht? Oh Gott. Oh Gott, ey, wenn das wieder so eine Sache ist. Oh, diese eine Information habt ihr jetzt aber nicht gesammelt, deswegen könnt ihr das nicht. Kotze ich aber um Dreieck. Hätten wir Bills Leiche nochmal untersuchen müssen. Aber da war ja. Ich habe ja auch keine Orientierung, ob ich hier schon war oder nicht. Ich merke mir jetzt. Oh Gott. Point 1. Wie heißt denn nochmal Kanalisation auf Englisch? Sewer. Dankeschön. Oh, das heißt nicht eins, sondern i, alles klar. Sewer, Sewer, Sewer. Ich gucke jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich Glück und finde was. Ups. Ach, und das funktioniert ja auch einfach nicht mit immer an der Wand lang, weil einfach alles überall Wand ist. Es ist alles Wand, es ist alles Wand. Ey, das ist doch kacke, warum? Wo? Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, wenn hätte er das damals angespielt und dann frustriert das doch einen mega. Ja, eigentlich schon, ne? Stell dir vor, du kommst am Montag vom Schultag nach Hause. Oh Gott, ey, ich hätte alles gehabt. Du spielst das und findest nichts. Dann läufst du da ewig durch die Kanalisation und es passiert einfach nichts. Das ist doch traurig. Vielleicht ist das so ein unsichtbares Monster oder ist es das optische Verknickungsmonster? Oh Gott, ja, vielleicht ist es das Monster, das einfach die Spiegelung
den Arsch mal. Oh, Entschuldigung. Manchmal vergesse ich, dass ich nicht alleine bin. Mann, das ist doch alles Poopy Pants. Poopy, poop, poop, poop. Oh Mann, ey. Okay. Was ist mit dieser Tür? Ich will diese Tür öffnen. Ja, warum können wir das nicht? Können wir die irgendwie... Ich meine, wir haben es versucht mit diesen Blutdings. Und dann... Warte mal. Ich habe gerade ein Video gefunden, wo an der gleichen Stelle. Und vielleicht hilft das ein bisschen weiter. Ich werde kurz recherchieren. So, der ist jetzt gerade bei Bill. Okay. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Diddle, 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 diddle. Ich raff halt nicht, so dunkel, warum die da so ein paar Kerne vom Granatapfel reinstreuen. Weil die manche total toll finden. Aber das sind doch ungefähr 100 Kerne an so einem Granatapfel und hier sind einfach so 20. Das ist voll arm. Das ist voll arm. Haben die aufgeteilt, da sind ja auch noch welche drin in dem anderen. Vor allen Dingen hasse ich die. Ja? Mhm. Ich meine, wie unlogisch ist diese Frucht? Man ist eine Frucht, aber man isst die Kerne. Ich habe gerade das Problem, dass ich hier jemanden gefunden habe, der genau an der gleichen Stelle ist, aber das Bild bei ihm so dunkel ist, dass man nichts sieht. Und ich weiß leider auch nicht, er rennt halt auch durch die Kanalisation. Das ist doch mega dumm. Das ist so dumm, dumm, dumm. Hm. Ja. Kann man nur rumrennen, ne? Irgendwie. Ich kann den leider auch echt. Irgendwie wird man daraus nicht so besonders schlau. Irgendeine Info fehlt uns, dass hier unser Vieh auftaucht. Aber was? Aber mit noch mehr. Müssen wir nochmal mit so Pestleuten reden? Ansonsten lass doch einfach mal hoch und dann vielleicht und gucken, wenn wir. Pestträgerhausen. Aber ich weiß ja jetzt auch nicht mehr, wo der war. Ja, aber halt an dem Club, ne? Stimmt, voll falsch, was wir machen. Hallo. Hier, wie hieß der? Last Round oder so? Da sind wir reingegangen. Yo. Ansonsten quatschen wir da halt nochmal mit irgendwie ein paar Obdachlosen. Und wo war Last Round? Da? Am Ende der Straße. Diese Straße? Dann war ja diese Gasse. Da drüben, ne? Vielleicht? Nee. Nee. Oh, es ist so. Falsch. Ja. Oh, es lief die ganze Zeit so gut, ne? Ja. Es war so klar, dass jetzt wieder was kommt, wo man echt verzweifelt. Es ist furchtbar. So viel geschafft und so viel Erfolgserlebnisse gesammelt und dann tritt das Spiel wieder einem ordentlichen Hintern. Schön. Danke. Mhm. Telefon. So. Oh, nicht für mich, ne? So. Nee. Wo war denn das Last Round, wo du die Insel gefunden hast? Auf der linken Seite und halt wirklich am Ende so einer dummen Straße. Mit Karten wäre viel einfacher. Steht denn das schon? Weiß ich nicht, um mich. Ja, 9. Ja, okay, es ist wirklich ganz hinten. Hier hinten oder da hinten? Nee, ich glaube, das erste war schon richtig. Da geht's ja gar nicht. Doop, 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 doop. Und eigentlich haben wir doch alles total gut gemacht. Wir haben die erste gefunden, die uns zu Bill geführt hat. Und Bill hat gesagt, dass das Vieh da unten ist. Und dann sind wir da runter. Und dann was haben wir denn falsch gemacht? Mann, 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 Mann.
Deine Stimme bricht ab. So. Und da hinten sind wir dann rein. Last Ron, ich schnack noch mal mit Voldemort hier. Oh. Gib mir Hands off my stuff. Welcher ist es denn? Alter, wir haben dir $20 gegeben. Ja, keep your hands off my stuff. Wo ist Konservenpilz? Oh nein, Konservenpilz Leiche ist schon weg. Nee, da war ja noch ein Stückchen da hinten, ne? Ach echt? Oh, ich dachte. So, aber dann wär's doch. Hier war er doch, oder nicht? Ja. Naja, und hier da rein und dann. Ich wusste, ja, dass Kanalisation keine gute Idee ist. Geh doch einfach nochmal da rein. Guck. Es ist wirklich sein Zuhause, ne? Also. Ja, es lädt. Und das macht er da die ganze Zeit bei den anderen ja nicht. Hm? So. What? Bin ganz umsonst da wahrscheinlich rumgerannt. Alter Vater. Wer kann sowas denn ahnen? Zum Glück haben wir es gerade noch einmal gemacht, bevor wir jetzt hier zur nächsten Quest sind. Ah, oh, ey. Es gibt nur eine Kanalisation in dieser Stadt, aber... Nein! So, und jetzt hinter dem Tor gleich. Ich habe auch genauso. Ach, komm, ey. Yes! Oh, ein Glück. Richtig abgekotzt sonst. So. Aber hier geht's hoch. Ja, das macht jetzt auch Sinn mit dem, was ich vorhin gelesen habe. Hinter dem Eisentor und so. Wir stehen im Nichts. Wir stehen im Nichts. Sneaky Sneak. Oh, nein! Nein! Das ist eine Falle. Ich find's schön, wie das Wasser so hinterm ja, hoch spritzt. Wie so ein Motorboot. Das ist richtig dumm. Warum? Oh Gott, ey. Warum? So wie das... Hahaha. Oh, jetzt muss ich gerade voll an Prison Break trinken. Hast du die Serie gesehen? Nee. Ich muss da auch einmal, um aus dem Gefängnis zu kommen. Fällt er auch durch ein Loch. Ja, durch so einen komischen Wassertank. Und dann muss er da Wasser auffüllen. Dann wieder ablassen, irgendwie sowas. Ich war ziemlich gut, die erste Staffel von Prison Break. Ich habe ja jetzt erst vorgestern mal bei Doctor Who reingeschaut. Das habe ich vorher auch nie gemacht. Ja, bleib aber dran. Das ist sehr merkwürdig, aber es ist auch. Ja, ich habe jetzt auch erst die zweite Folge geschaut. Also ich bin halt wirklich noch überhaupt nicht weit. Aber ich mag den Charakter ziemlich, der ist so. Mhm. Okay, was geht hier ab? Es dampft so. Oh gut, aber da hängt einer. Da habe ich es richtig gesehen. Mein Kopf ist ein bisschen angeditscht. Ich erinnere mich euch aus dem weißen Ork aus Hobbit. Den Hobbit-Film. The doors have been opened, the seals broken, and the final steps into the abyss. The terrible mysteries of the ninth circle. Brother Canker, they call me. High Lord of the diseased halls of the dead. Look around you. The blood, the bloated bodies, the maggot-ripped mortal shells. Okay. These are the signs, the coming of a new age. Hat er da so Piercings in der Augenbraue? Ja, ich weiß auch nicht. In der Augenhöhle? Also es sieht so hier, unter der Augenbraue, ne? Ja. Im Lid. So, ist ganz, naja, jedem das seine, wenn es ihn nicht stört. They are the weak, sick, hopeless. I bring them a new purpose. They are the vessels of darkness, carrying the diseased truth in their veins. The Brotherhood of the Ninth Circle. The darkest dawn is almost upon us. Come, join okay. us. Okay, ich irritiert seinen Kopf total. Ich ja. kann da die ganze Zeit nur hingucken. Vor allem dieser verzweifelte Versuch, das so zusammenzuhalten. Bitte geh nicht noch mehr auf. Oh, noch ein Kampf? Herein? Herein? Das hat doch gar nicht geklappt, oder? Echt? Oh, ich dachte, es wären Schritte.
Scheiße! Okay. Oh, oh man. Kann ich dich auch gegen die Säule drücken? Oh ja, das wäre richtig cool. Guck mal, wie viel der mir. Oh, aber guck mal, wie viel du auch. Komm schon, ja! Alter, wir haben voll den Run. Was geht da denn ab? Da. Okay. Hinweis auf Pestträger. Oh, wie süß, da hängen noch die Dämmchen raus. Wo war denn das? Ach, bei Hannibal, ne? Aber voll gut. Aber voll gut. Könnte man noch ein Schleifchen draus machen. Oh nein, nicht die Spiegelung. Oh, stop. Oh, shit. Oh, das geh weg, nicht auf. Oh Gott, das hört niemals auf. Vielleicht trotzdem speichern, weil man niemals weiß, was danach noch kommt. Oh Gott, ey. Ork, tot. Ach nee, er heißt Dr. Pest. Nee, wie hieß der? Krebs? Krebs. Krebs. Dr. Pest. Hallo, ich bin Dr. Pest. Oh Gott, diese Spiegelung. Macht mich fertig. Wo geht's hier raus? Bin ich hier nicht runtergefallen? Ja, du bist da runtergefallen. Okay, wo komme ich hier raus? Da ist ein Rad. Jetzt muss ich. Oh nein, ich muss bestimmt das Wasser aufdrehen und dann da oben hochschwimmen und oder so einen Hebel drücken. Hebel. Da. Tor offen. Oder so. Ich will trotzdem gucken, ob ich das drehen kann. Kannst du es mitnehmen? Ich weiß nicht, hat so geleuchtet. Ich dachte. Ich hab's jetzt gedreht, aber da passiert nichts. Nee, irgendwie nicht wirklich. Ich dreh's auch nur einmal, weil. Reihe. Hallo. So, aber wahrscheinlich bestimmt muss ich da oben hochschwimmen und. Oder da. Muss wahrscheinlich. Ah! Doch, oder tauchen. Oh, hier ist ein Loch. Habe ich unendlich Schwimmkraft? Ich glaube nicht. Verliere ich Blut, wenn ich schwimme oder Energie? Ja, Blut wäre ein bisschen dumm, ne? Oh no. Oh, hier. La 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 la. Ich sehe noch nichts, ich sehe noch nichts. Weihnachtslieder. Singen wir Weihnachtslieder. Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, was man machen kann. Ja, wahrscheinlich muss ich ein paar Mal da drehen oder vielleicht darüber? Übergehbar. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, cool. Mach mich gesund. Nam, 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 nam. Jetzt mal kurz auf unseren Logbuch-Eintrag. Aye, aye, Captain. Ein merkwürdiges Symbol. Kann man das untersuchen, damit wir. Oh Gott, sind wir zu dumm, um es zu lesen wieder. Drehbuch, nee, das ist das nicht. Da, rechts ist Ah, da, da. Da ist auch das andere. Oh, aber wir sind zu dumm. Oh Gott, wir sind wirklich blind. Kalt. Auf dem Flyer steht, ich erlange Erleuchtung. Vor allem Flyer, sieht aus wie so ein Coaster. Wie heißt das? Untersetzer. Ach, Mann, ey. Okay. Okay. Aber was hat der gesagt? Neuntes Kreis? Zu wem gehört er? Zum neunten Kreis? Nee, der Typ, als wir mit ihm geredet haben. Oh, Neunte Bruder. Irgendwas mit neun. Hä? Oh, das sieht nicht so gut aus. Ich würde nicht. Ich würde speichern und dann. Ja. Und dann Selbstmord. Ah, was habe ich getan? Aus einem Laden. Gekauft. Ich habe, glaube ich, hier was komisch sortiert. Warum? Weil das auf einmal komisch war. Okay. Hier. Ich dachte gerade, oh Gott, was ist passiert? Spikes. Und jetzt springen wir in unseren Tod. Hui. Oh shit. Oh, du kannst da noch hoch. Oh, da ist ein Loch. Durchs Loch, durchs Loch, durchs Loch, durchs Loch. Schnell, 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 sonst stirbst du. Ich sterb nicht. Wow, das ist ziemlich cool. Jetzt sind wir, glaube ich, in der Kanalisation, wo wir vorher festgehangen haben. Oh Gott. Oder auch nicht, das sonst wäre ja da mal ein anderer Dings gewesen. Ich komme nicht. Jetzt. Oh. Never gonna give you up. Never gonna let you know. Ja. Ah, cool. Guck mal. Aber jetzt, was müssen wir jetzt machen eigentlich? Aua.
ein komisches Symbol drauf gefunden. Ja, wow, das sagt uns jetzt sehr viel. Doch, ich glaube tatsächlich, dass ich das schon mal gesehen habe. Weißt du, wo wir irgendwie wegen an den Wänden, Text, an den, ne? Genau, vielleicht ja. Müssen wir da noch schauen. Ich spiele mit währenddessen Freak Keys herum. Ist ja voll süß. Ja, ne? Die wackeln dann hier. Kann man das sehen? So. Genug gelalalalab. Raus aus dieser Misskanalisation. Kanalisation, so Labyrinthe-Shit, ja. ist der pure Hass manchmal. Also eigentlich immer. Mhm. Oh mein Gott, die fühlen sich mega merkwürdig an. Fass mal an. Oh, die fühlen sich so an, als würden da Fussel dran kleben. Ja, ne? So. Und die riechen nach Mr. Krebs. Oh ja, stimmt. Oh, vielleicht machen sie auch Krebs. Die machen bestimmt Krebs. Oh Gott. Tschüss. Das war's. Nun ja. Kann ich die mir auf den Finger ziehen? Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Aber jetzt müssen wir das... Die Tags mal gucken, ne? Genau. Das muss ja halt irgendwo sein, weil ich weiß, dass wir das schon mal gesehen haben. Und am besten halt auch in der Stadt. Das war auch an irgendeiner Wand. Ich weiß ganz ja, genau, dass das... Ja, das war... Ich weiß auch irgendwo, aber ich weiß nicht mehr genau, wo. Das war ein super Satz. Ich weiß irgendwo, aber nicht mehr wo. Oh, ich hatte auch gestern die beste Unterhaltung mit Andreas. Es war so zwischen Tür und Angel. Und ich habe dann gesagt so, ja, morgen hier, komm, lass mal... Ah, bist du dabei, wenn wir anstoßen? Oh, leider erzähle ich diese Geschichte wahrscheinlich erst in ein paar Sekunden. Weil ich muss mir auch erstmal muss ich mir diese Monster an die Finger setzen. Das ist sehr wichtig. Ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Und hier sind die ganzen Tapes. Hier ist bestimmt die Gasse, wo... da hingehen. Ja, weil wahrscheinlich. Die haben uns hier hingeleitet. Sehr aber cool. Wo wir dann landen, das sehen wir nach der Werbung.